Ha, Lilo, in letzter Zeit hatten wir es ja ein bisschen mit Passworten und so weiter. Da ging was durch die Medien von wegen Passworte und massenhaft geknackt. Wer jetzt mal ein recht sicheres Passwort auf die Schnelle braucht oder seine Passworte mal checken will, könnte einerseits ein neues Passwort erzeugen. Hier, Nutzer. Da müsst ihr gar nicht viel machen, ne? Ihr geht einfach mal auf Passwort. Hier ist so ein Zahnrad, ein Zahnrädchen, ein Zahnrädchen, da mal drauf. Ne? Ein Passwort erzeugen, Boinks. Ne? Und man sieht, Qualität ist gut. Klickt man mehrmals da drauf, kriegt man verschiedenste Passworte, bis man vielleicht mal eins hat, das stark ist. Ne? Passwort stark, ne? Damit man so sieht, was da so stark ist. Passwort anzeigen. Ne? Das wäre jetzt zum Beispiel ein starkes Passwort. Warum das ein starkes Passwort ist, erzeugen eines starkes Passwortes, sieht man im Ubuntu-Leitfaden. Gut, möchtet ihr eigentlich euer Passwort behalten? Das breche ich jetzt mal ab. Dann könnt ihr Folgendes machen, auch ohne eine Webseite zu benutzen. Ne? Gut, es gibt Passwort-Generier-Webseiten, nur die sind dann so lange gut, wie ihr nicht das Internet benutzt. Ne? Schließlich könnte jemand eure Webseite irgendwo vielleicht im Cache finden oder abrufen, dann wüsste er, welches starkes Passwort ihr euch im Web habt generieren lassen. Ne? Das möchte man vielleicht lieber ohne Netzwerkverbindung. Ohne Netzwerkverbindung? Das kann man nämlich auch so. Es gibt ja eine Bibliothek für proaktive Passwortüberprüfung. Ne? Ihr habt ein Passwort und denkt, das wäre jetzt super sicher. Und seid euch aber nicht ganz einig, ob das so ist. Ne? Da gibt es hier zum Beispiel eine so eine Mini-Library drin, eine Cracklib-Small, also das ist eine ziemlich kleine Bibliothek von Standardworten, die öfters benutzt werden, aber die ist relativ klein, aber für den ersten Check reicht's vielleicht. Ne? Kopieren wir uns mal. Und mit libcrack 2 bzw. der libcracklib-Runtime können wir da mal kurz prüfen. Gut, ich gehe mal auf den Editor. Und wir öffnen mal das entsprechende Dingenskirchens. Moment, den entsprechenden Ort einfügen. Also gucken wir uns erstmal dieses Cracklib Small an. Das sieht nämlich so aus. Ne? Die ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig groß. Ne? Hauptsächlich englische Wörter. Ob das was bringt, können wir uns jetzt mal anschauen. In der Cracklib Runtime Eigenschaften ist nämlich eine Cracklib Check-Datei drin. Kopieren. Cracklib Check und das kann man dann vom Terminal aus mal ohne Netzwerkverbindung mal checken und das hier einfügen. Jetzt habe ich mir natürlich den Link wieder verschossen, aber ich weiß es glaube ich nicht. Use es bin Cracklib Check. So, zack. Da tut sich scheinbar nichts, ne? Tut sich scheinbar nichts, da blinkt es nur ganz fürchterlich. Jetzt gehe ich mal ein, 1, 2, 3, 4, Standardpasswort. Es ist zu kurz, also war nicht so gut. Ubuntu. Es hält nicht genug unterschiedliche Zeichen. Ja, gut. Es gibt natürlich auch hier, was ich, Ölbaum. Es basiert auf einem Wörterbucheintrag. Nun, interessant. Ne? Also in der englischen Datei habe ich jetzt keinen Öl und keinen Baum gesehen, aber generiert anscheinend auch unterschiedliche Worte oder erkennt, dass da irgendwie was im Argen ist, also nicht mit hier im Internet mal gucken, ob es das Wort schon gibt. Basiert auf ihrem Benutzernamen, ne? Ist also auch nicht so klug jetzt. So. Es hält nicht genug unterschiedliche Zeichen, ne? Also deshalb hier mal groß, klein, Buchstaben, lang und noch ein paar Sonderzeichen drin. Das ist okay, ne? Aber sollte man sich auch nicht immer drauf verlassen. Oder zum Beispiel Hallo. Ist auch okay. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen. Und tschüss.